Diese 8 sägen Künstlerinnen und Künstler können es kaum erwarten, gegeneinander loszukarren. Aber nur eine oder einem winkt der Titel Motorsägen Master. Die heutige Challenge ist unter dem Motto Wald Workout. Ja, fangen wir erstmal zum Aufwärmen kurz an. Ja. Wie viel Kilo sind das denn wohl? Da seht ihr mal, was man mit 64 noch alles bringen kann, ja? Die ganzen Sprüche hier, der Möller ist mit 50, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Nee, Leute. Liebe Carver, heute gibt es einen Quick Carve. Es geht darum, 3 Hanteln zu sägen in 10, 15 und 20 Kilo. Und die Zeit, die ihr habt, sind 90 Minuten. Ich habe tatsächlich 2 Blätter vollgeschrieben mit Matheformeln, bis ich letztendlich da war, wo ich sein wollte. Und so richtig gebracht hat es mir dann auch nichts. Ich habe dann erstmal mich rangeschnitten und erstmal versucht, die Griffe zu bauen und dann da gehofft, dass irgendwie die zündende Idee kommt. Ich bin dann so rangegangen, dass ich mir die Grundform geschnitten habe, habe dann eine genau 5 cm dicke Scheibe abgeschnitten und wusste ja von meinen Sägen, welche Säge wie ungefähr wiegt. Und habe dann eben die Säge immer genommen und habe das mit dieser Scheibe verglichen. Bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass die Scheibe so circa 4,5 bis 5 Kilo hat. Versuchen wir eine Waage zu bauen. Die Säge wiegt ungefähr 10 Kilo. Und somit gucke ich, dass ich ungefähr in die Gewichtsklasse komme von der Muttersäge. Hängst du die da drüber und schneidest so lange ab, bis das einigermaßen, sei es vom kleinen Finger, beweglich ist. Als ich so dabei war, hatte ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwie versuchen, mein Gewicht irgendwie zu referenzieren und habe dann überlegt, was habe ich denn an meinem Platz, wo ich ziemlich gut abschätzen kann, wie schwer es ist. Und da fiel mir halt der Sprit- und Ölkanister ein. Also natürlich ist das ja auch kein Wasser da drin, deswegen ist es mit dem Liter so ein bisschen Augenwischerei. Das hat natürlich eine andere Dichte als Wasser. Aber es ist jetzt im Moment mein einziges Hilfsmittel, was ich ungefähr einschätzen kann. Ich habe mich dazu entschieden, 3 Stifte zu schneiden in verschiedenen Längen, die anzuspitzen, Löcher zu bohren in jeweils ein Klotz links, ein Klotz rechts und das dann einfach zusammenzustecken. Und das habe ich geklebt. Problem war dabei, ich wusste nicht, ob der Kleber schnell genug aushärtet und habe deswegen auf beiden Seiten jeweils eine Schraube gesetzt, um den Stab wirklich fest mit dem Seitenteil der Hantel zu verbinden. Ihr habt noch 10 Minuten. Was? Wie lang? Ihr habt noch 10 Minuten. Also ich habe die komplett schön glatt geschliffen, habe noch die Gewichtszahl eingraviert und auch noch die Kilogramm hinten dran geschrieben, damit man die Gewichtseinheit weiß von den Kettlebells. Ja, da mein Kanister als Referenz gedient hat, habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich sollte nicht tanken, weil sonst mache ich das halt einfach schlechter. Irgendwie wirken die 20 zu leicht. Ich habe Svea dann nochmal gefragt, ob sie vorbeikommen möchte und nochmal eben anheben möchte. Dann sagte sie, oh Gott, das ist ja viel zu schwer. Dann kam der Nächste an, oh, die ist ja viel zu leicht. Dann ist wirklich dieses Kopfkino, wie schwer. Hier ist niemand ein Favorit. Niemand. Echt jetzt? So, ihr Hantelkarver, 10 Kilo, 15, 20 Kilo. Ach, da freuen sich meine Bizeps, meine Muskeln, die gleich zu bewegen. Für so einen Anlass ziehe ich natürlich mal gerne meine Jacke erstmal wieder aus. Da wird der Arnold aber neidisch, doch, wenn er mich jetzt hier sehen würde. Oh, das pumpt. Boah, das kann nur ein 20er sein. Wir messen jetzt jede Hantel, notieren uns die Abweichungen zum jeweiligen Zielgewicht und schauen, wer war am Ende am nächsten dran und am weitesten weg. Das heißt, du wolltest die hiermit messen? Nee, ich vertraue auf meine Bizeps. Ich werde jede bewegen und dann werde ich schätzen. Und irgendwie wird es schon passen, oder?